So, herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Hobbit-Haus. Heute, wir haben es das letzte Mal ja schon gesehen, kurz. Es gibt Probleme. Das letzte Mal gab es schon Probleme. Dieses Mal eventuell noch größere. Also, man sieht es schon sehr gut an diesem Standbild hier, weil der Stützpfeiler ist einfach komplett für den Arsch weggebrochen. Mal gucken, wie die zwei Jungs das lösen. Ah, ja, da war die Erde halt zu viel von draußen. Die ganze Wand hat sich komplett durchgebogen. Ja, scheiße, ey. Sieht nicht gut aus, aber mal gucken, wie sie das gelöst kriegen, weil ich bin mir ziemlich sicher, sie kriegen es gelöst. Wenn ihr wissen wollt, was hier passiert ist, dann bleibt dabei! Bestes Intro bisher. Gefällt mir. Weil das sah jetzt echt nicht geil aus, ne? Aber mal gucken. Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind heute mal wieder beim Hobbit-Haus und es ist einfach ein riesiger Haufen Schweinescheiße. Wir kommen hier an, dachten uns, ey, jetzt drehen wir ein neues Video ab. Hyped, bockt, motiviert. Aber nein, hier ist eine Sache eingestürzt. Ich muss euch jetzt mal zeigen. Es ist was kaputt gegangen. Wer hätte denn ahnen können, dass Erde so viel Kraft hat? Ja, guckt es euch an. Der Boden? Top. Die rechte Wand? Top. Das Dach? Mehr als top. Jetzt kommt die linke Wand. Oh shit, ey. Junge, Junge, Junge. Es ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, jetzt hier zu stehen. Ja, ihr seht selber. Es hat alles zerborsten. Es hat halt einfach diesen mittleren Stamm da rausgedrückt. Scheinbar lag da noch ein bisschen zu viel Erde für den Kleinen. Also gut, wir haben da wirklich nur einen Nagel hier reingeschlagen anscheinend. Das war ein bisschen doof vielleicht. Ja, auf jeden Fall hat es hier alles zerfetzt. Ja. Aber was heißt alles? Eigentlich ja, schon alles. Die ganze Wand ist für den Arsch jetzt. Stark. Hätten wir den gestützt, wäre das nicht passiert. Die andere Seite ist ja auch... Oder? Also, was willst du da jetzt machen? Wie machst du das jetzt, ohne das nochmal draußen abzuschippen? Schick, Kacke. Und wenn man hier reingreift, Kacke. die Folie ist noch ganz, die ist auch direkt hier in dem Wobbel. Das aber die bringt ja ist halt mit nichts. Erde jetzt gefüllt. Also Ja. da liegt ein Gewicht drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Außer die Doch. paar Leute, die das schon berechnet haben da. Die können sich das vorstellen. Ja, auf jeden Fall, was soll man sagen? Es ist schade, es ist scheiße. Wir waren erstmal vorhin richtig geflasht, dass es überhaupt passiert ist. Hat einen kleinen Downer, sind wir auch mal ehrlich. Aber jetzt versuchen wir diesen kleinen Downer natürlich in positive Sachen umzulenken und ja, reparieren es einfach. Alter. Wenn wir sind mal ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Es ist scheiße, dass passiert ist. Mega scheiße, dass passiert ist, aber wie wollen sie das auf Dauer halt sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert? Oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist ja genauso ein Nagel nur drin. Boah, das ist jetzt schon mau. Und was mit dem anderen? Das andere Holz war ja auch voll für den Arsch, also. Aber was müssen wir denn jetzt machen? Wir Da geht müssen die echt. Erde wieder wegfahren, Ja. wegkarren. Wir müssen das zurück. Vor allem haben sie noch gesagt, sie haben sich extra Leute geholt, damit sie da Erde aufschütten und so. Jetzt können sie gerade dieselben Leute nochmal kommen lassen. Das muss alles wieder weg halt. Das kriegst du nie wieder so an die Wand sonst. Und wir müssen, bevor wir das alles machen, vorsichtshalber die linke Wand mehr stützen. Wie Ja. machen wir das? Wir haben uns Balken gekauft. Wir werden hier jetzt Balken ransetzen und komplett hier zwischen nochmal verstreben. Okay. Das heißt, es kann ja, also Balken kann ja am Hirnholzende nicht zusammengeschoben werden. Ja? Und das war unser Fehler, dass wir hier nicht nochmal gestützt haben. Aber das machen wir jetzt komplett durch. Und dann ist es schick. Dann haben wir hier nochmal ja, mehr Okay. Stabilität auf jeden Fall. Ja, hier sieht man das jetzt auch nochmal schön, wie krass die Erde nachgesackt ist einfach. Ja, und das müssen wir jetzt alles korrigieren. Alter, hast du viel Erde wieder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trotzdem sieht es schön aus, Leute. Es sieht trotzdem schön aus. Das Moos war So. jetzt auch für einen Hier ist Arsch, noch gar ne? nichts passiert, oder den Kamin besser gesagt. Noch nicht. Moos kannst du jetzt auch wieder abtragen halt. Oh, es ist ärgerlich, ey, das tut mir richtig leid. Ja. Das mit den Brettern ist ja wirklich gar nichts dagegen von letztem Mal, ne? Das ist ja völlig egal jetzt. Gut. Na gut. Dann eigentlich. Ey, zum Glück haben die den Boden noch nicht gemacht. Der hätte ja auch rausgemusst, auf der Seite zumindest. Ja, dann vielleicht doch Glück, dass die durchgefault waren. Da drinnen. Reparaturmaßnahmen werden durchgezogen. Ja. Die Sachen werden eingestemmt. Schön in einem Haus arbeiten, wo das noch existent ist. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da drüben haben wir schon quasi wie nennt man das? Ausgestemmt. Ausgekeilt. Dass das so ist, wie es da ist. Und da kommt gleich noch was vor, das zeigen wir euch. So, Freunde. Oh mein Gott, passt das gut. Ich hoffe doch. Schlag es rein! Oh. Satisfying. Sehr schön. Ein wichtiger Balken. So, wenn ihr
jetzt festgemacht. Ja? Hier schön eingestemmt, das Ding hier hoch wieder hämmert und dann Balken zwischengezogen, hier noch eingelassen und jetzt kann es quasi nicht nach da. Hoffen wir. Genau. Und falls der den nach da drücken will, kann er auch nicht, weil hier zwischen ist jetzt auch einer. Ja? Und jetzt arbeiten wir uns an, naja, die Sache hier. Ich hätte ja so wenig Bock da jetzt gerade drauf, ne? Ich glaube, ich würde es jetzt einfach sagen, so, das ist jetzt so. Das ist jetzt so und das wird nie wieder dran was gearbeitet, aber gut. Da haben wir eine richtig tolle Mitteilung. Das ist ärgerlich. Richtig. Da jetzt wieder übertrieben die Schipparbeiten anstehen und wieder jetzt wirklich keinen Bock mehr, Leute. Deshalb haben wir uns aus Mordor eine neuartige Technik einfliegen lassen. Kubota nennt sich das. Kubota! Eine magische Kubota. Nee, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist so... Alter, mach das schon die ganze, mach das doch die ganze Zeit einfach. Mach jetzt das Hobbit-Haus. Wir wollen sehen, wie ihr da drin einen Tee trinkt. Viel Sand, ey, wir sind es einfach leid. Ja. Damit es jetzt auch schnell geht. Ach, das ist mit Bagger, ob? Bagger los. Rum, aber es ist uns auch egal, deshalb Bagger. Bagger los. Bagger! Ja, Mann! So, Freunde, das Moos ist weg. Und wir haben es jetzt da drüben hinboxiert. Es liegt jetzt hier alles ganz schön und fein. Wunderbar. Ja, liegt auch gut. Die andere Seite dann wieder Neues besorgen. Aber gut, jetzt wird erstmal der Bagger geholt. Das geht doch schon einfacher als mit der Schippe. Boah, ist das viel, ey. Da wärst du verrückt geworden, wenn du das nochmal so gemacht hättest. Ganz im Ernst. Das ist die einzig richtige Entscheidung, die sie da machen. Das ist so ein Schwachsinn, dass wir das jetzt hier alles wieder hier rüberschmeißen, nur um dann wieder das da hinzulegen, um das da zu reparieren. Unser Tipp an euch, wenn ihr sowas nachbauen solltet, macht es nicht wie wir, denkt vorher vielleicht ein, zwei Mal nach und stützt alles ordentlich. Erde hat doch mehr Kraft als wir dachten. Ey, es ist aber wirklich, es ist ja wirklich echt noch das Beste, dass das jetzt passiert ist und nicht irgendwie, wenn da, erstens, wenn jemand drin ist und zweitens, wenn das Ding ganz fertig ist. Überleg mal, das Ding ist ganz fertig, das ist schon eingerichtet und alles und dann bricht dieses Ding weg, weil nur ein Nagel drin ist. Also das war ja wirklich auch Käse. Das weiß sogar ich als absolut gar keinen Plan haben, ne? Aber ja gut, sie wissen es jetzt halt auch, ne? Wobei ich auch nicht, ja... Hätte auch nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So. Die Scheiße ist ausgeschachtelt. Musst natürlich den letzten Rest noch per Hand machen, Alter. Die Folie jetzt noch gerissen. So gefickt. Es reicht. Es reicht! Ein bisschen buddeln. Und jetzt werden wir sehen, dass wir scheitern, weil wir es nicht nach innen drücken können. Das heißt, wir müssen die ganze Plane aufschneiden. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hey, jetzt kannst du doch drücken, oder? Wenn wir hier Mittagspause. Das Hobbit-Haus möglich. Wir versuchen jetzt, das Ding hochzuheben. Das war jetzt vor 15 Minuten ja fast 3 Minuten Werbeblock. Und gleichzeitig krass. Wieder gerade zu biegen. Ob Brecher. Das so funktioniert, seht ihr jetzt. Jetzt wollen die auch noch Geld haben. Folgt uns, abonniert uns auf Patreon. Oh, der Plan ist doch völlig logisch. Ja, völlig einfach. Da wurde jetzt ein Balken runtergeklatscht. Ich bounce den nach da. Gerrit, passt auf, dass er nicht wegrutscht. Höchst gefährlich schon wieder. Hashtag YouTube. Hashtag wahrscheinlich. Also wenn er wegrutscht, kann ich es eh nicht halten. Dann bricht er auch mal am Bein. Das ist halt so. Ja? Und dadurch wird der jetzt hochgepresst. Und dann gucken wir jetzt mal. Sehr, sehr gespannt. Alter, mach das bitte echt nicht nach, irgendjemand. Auch das ist wieder sehr lustig. Halt nach vorne ab. Sag mal, so eine Falle von dir. Warum führst du denn da vorne mal weg? Reicht doch nicht. Noch mehr geht halt echt nicht. Der verbiegt sich schon so. Okay, krass. Wie doll müssen wir okay. Nach oben? Okay, dann andere Taktik. Du nimmst nochmal den, setzt den an. Ja. Und ich heb, dass wir das quasi einmal anheben, den anderen drunter, also den nochmal da drunter kloppen, der quer stand. Eine Ewigkeit später. Und klappe die dritte. Oh nein. Alter, da kann ich echt nicht hingucken, ne, was die da machen. Aber nicht zu tief irgendwann, ne? Rüdiger, nicht zu tief. Also hab dich unter Kontrolle. Naja, so dass der hier halt. Ja, ey, völlig klar. Oh Gott! Das hat echt geklappt. Das ist doch geil. Liegt da trotzdem noch oben auf komplett.
Die Folie muss jetzt trotzdem ab. Wir wollen jetzt. Und dann müssen wir jetzt als allererstes direkt stützen, ne? Ja. Und dann machen wir erst weiter. Genau. Ey Leute, wir haben's. Yeah! Ja, geil. So, Freunde, wir haben jetzt hier oben nochmal ausgestemmt. Haben jetzt diesen Balken vorbereitet. Der kommt jetzt hier quasi so rin. Zack. Dann ist hier der Kontakt. Schön eingepasst und dann rein da rechts. Das wird reingefeuert. Geil. Hopp, Feuer rein. Oh Gott, ich kann mir das nicht angucken. Ja, ist okay. Ich hab echt gerade Gänsehaut. Das ist echt nicht geil, was sie gerade machen. Dieses Rumgeknaube da. Ja, völlig richtig erkannt. Also wir müssen noch einmal nachsägen. Einmal. So, viel höher darfst du gar nicht mehr, glaube ich. Jetzt kann wirklich nichts mehr passieren. Oh, nein, so. So, wir mussten jetzt leider die Folie nochmal aufschlitzen, aber nur die unterste. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem nicht gut. Ja. Und jetzt können wir das hier alles schön verstärken und nochmal ordentlich. Ich hab's gesagt. Hilfe am Bau. Ich habe Ahnung. Hab ich nicht. Wir nehmen jetzt längere Nägel, aber daran lag's nicht. Wir haben hier jetzt nochmal Ah, sick, der. Genau, haben die Mitte nochmal verstärkt. Ey, die Bretter sehen da jetzt aber auch echt auch schon scheiße aus, ne? Bin echt mal gespannt, wie lange das hält, alles. Also wie lange das auch irgendwie geil bleibt. Oben haben wir ja verstärkt, das habt ihr ja schon gesehen. Einmal rechts und einmal mittig, weil links kommen wir nicht mehr ran. Wir wollen nicht zu viele Planer aufschlitzen. Aber Hauptsache, die Bretter werden sich nicht mehr verschieben. Boah, sowas ist so ärgerlich. Reparaturensöhne, wieder unterwegs. Wände sind fertig. Jetzt vernageln wir hier das neue Stück Plane. Wir haben den Tacker leider vergessen. Alter. Ja. Kommt wieder Erde dran. Wird heute Nachtschicht. Oh Junge! Und es wird jetzt wieder weiter fleißig gebaut. So, und wir sind wieder auf dem Stand von vor 2 Wochen. Da kam, glaube ich, die Plane. Der Kram da zugemacht. Oh Mann, ey. Wir haben es jetzt schon 18 Uhr. Wir müssen gleich Licht anmachen. So, Freunde, es ist dunkel. Wir sind immer noch am Schaffen. Eieiei. Aber es nimmt ein Ende. Und jetzt stellt euch mal vor, wie lange das dauert, ohne das mit dem Bagger zu machen. Kannst vergessen. Ist völlig krank. Vor allem zweites Mal. Neues Glück. Tada. Es ist wieder alles wieder vor. Aber dass die auch wieder direkt alles drauf gekippt haben. Aber ja, muss ja früher oder später. Ja. Schöne Rundung noch rangehakt hier. Alles vorne, alles gehakt. Jetzt ist es wieder hügelig und auch hier unten ist es wieder glatt. Geil. Das heißt, wir können jetzt da ansetzen, wo wir eigentlich anfangen wollten beim letzten Mal. Genau, den Fußboden, Freunde. Der passiert jetzt nämlich. Aber vorher müssen kommt wir auch noch das Video reparieren. Denn guckt mal selbst. Man kann es ja schon sehen. Die Steine hat es verschoben durch die ganzen Reparaturmaßnahmen. Rechts würde ich behaupten, ist alles noch safe. Ist alles okay. Nur die linken Dinger. Aber links müssen wir jetzt nochmal ran. Das machen wir noch und dann sind wir wirklich auf dem Iststand von letztem Mal. Ja! Yeah! Nice. So, Freunde. Das sind jetzt unsere neuen Bohlen. 4 Meter lang und ich glaube 4 cm dick. Sag es doch, wie es ist. Scheiße dick. Ja, also wir haben uns jetzt dafür entschieden, einfach weil das dann halt nochmal stabilere Trittfläche für uns ist, vor allem insbesondere für mich. Nicht mehr nur ein Finger dick, sondern 2. Und so kriegen wir so ein bisschen diesen Altbau-Dielenboden-Look hin. Deshalb haben wir 4 Meter geholt, weil das hat ja auch ungefähr ein 4 Meter Innenmaß. Müssen wir nur einmal sägen pro Brett, die übelst kompliziert reinwinkeln und dann vernageln. Und dann hast du halt ein durchgängiges, langes, schönes, stabiles, wunderbares, richtig tolles, geiles Brett. Ja, und da biegt sich halt nicht durch. Ja, eben. Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen an einem Stück, muss ich dir ehrlich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, wir müssen einen Cut setzen, aber wir können es ja erstmal probieren. Ja, ich will dich ja nicht negativ beeinflussen. Nee, und deswegen, Gerrit, probieren wir es gerne. Viel zu easy. Mit einem Lächeln im Gesicht. Gerrit hat es ja schon in der letzten Folge gesagt, Support ist kein Mord. Wir stehen kurz vor den 400.000 Abonnenten, also unterstützt uns und abonniert diesen Kanal. So, wir sägen jetzt zurecht. Mach das. Haben wir sie abonniert? Ich glaube schon, oder? Ja, abonniert. Sehr gut. Sind wir schon dabei. Jetzt machen sie es doch wieder von Hand. Ich flipp aus noch, Alter. Jetzt haben sie einen Bagger benutzt und sägen immer noch alles von Hand. Spart euch das, die Arbeit doch bitte. Was genau hin? Super. Super gemacht. Zwei Schläge ist das Ding drin.
Und die nächste Bowle. Ihr Lackaffen. Ey, mega gut. Mega nice. Wirklich? Perfekt. Tada! Bam, Alter. Und abgebrannt. Haben das Ganze jetzt nochmal angeflammt. Und jetzt sieht's halt richtig pornös aus. Sieht richtig geil aus. Wie geil ist das denn? Mega gut. Guckt euch, was das für eine Fläche auch ist, ja? Das sieht jetzt einfach geil aus, ne? Das ist. Und es hört sich halt wie so Dielenboden an. Ja, ist geil. Richtig doll geil. Das zieht euch jetzt rein, ey. Schön. Nice. Wir haben auch immer ausgeklinkt so. Mal gut, mal schlecht, sag ich mal. Hier passt es sehr, sehr gut. Ey, was wir auch für ein Schwein hatten, ne? Dass das hier aufgegangen ist mit den Brettern, dass hier genau noch ein Brett hingegangen ist. Ja. Beim nächsten Mal kommen dann überall noch Leisten hin. Genau, genau. Damit die Fugen zu sind, außen. Sieht dann nochmal geiler aus. Alter, ist das geil. Und dann kann hier drinnen auf jeden Fall der Innenausbau schon mal so ein bisschen starten. Ja, im Sinne von schick machen so. Genau. Die ganze. Ja, war jetzt ein wichtiger Schritt so. Und ich habe auch gemerkt beim Abflammen, wie sich die Wärme jetzt hier drinnen staut. Ja, geil. Wird gut im Winter, sagst du? Ja, ich Bock drauf. Wenn der Ofen an ist und da vorne zu, ey. Ja. Geil. Und warm. Geil, auch geil, sehr geil. Großes Feuer. Boah. Und jetzt wie meine Frage an euch. Was sollen wir alles im Innenraum machen? Klatscht mal alle eure Ideen zum Thema Details für den Innenraum. Alter, haben wir ja schon gesagt gehabt, da irgendwie so klein, oder sie haben es gesagt, weiß gar nicht mehr. So Figuren da irgendwie auf dem Kamin sind, deswegen haben sie den ja, glaube ich, auch gebaut, also ich glaube, das war von denen. Oh, ich weiß gar nicht, was kann man da noch? Ja, es müssen auf jeden Fall müssen die Bücher drin stehen, oder? Also wenn es so, wenn es nicht feucht drin wird, wenn es da trocken drin bleibt, dann müssen da auf jeden Fall, müssen schon, mindestens der Hobbit muss schön drin stehen. Eher auch noch Herr der Ringe Bücher, die Herr der Ringe Bücher, die müssen schon rein. Finde ich schon. Das hätten sie verdient. Sonst so ein geiler Sessel. 2, 3. Weiß nicht. Wie sollen wir was verkleiden? Dies, das, Ananas. Einfach mal alles in die Kommentare. Ja, das war mal wieder ein Paradebeispiel für es ist alles anders gelaufen als gedacht und jetzt trotzdem gut geworden. Also. Ja, voll gut geworden. Sieht richtig, richtig, richtig gut jetzt aus. Also klar, schade. Tut mir mega leid, dass es so viel mehr Aufwand für die war jetzt. Vor allem halt mit diesem scheiß Balken, da mit den Brettern haben sie wahrscheinlich jetzt die beste Entscheidung getroffen oder beziehungsweise was Beste, dass die weggefault sind, weil, ja, deutlich weniger Arbeit jetzt mit einem Stück jeweils. Ich hätte gerne mal gesehen, wie sie es hinten zugesägt haben, aber ist egal. Jo, das war doch wieder ein sehr guter Einblick ins Hobbithaus und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.